Der Tod als eines der großen Herausforderungen unseres Denkens. Guten Morgen. Muhu Nöke ist ein deutscher Abt in Japan, der dort dem flächenmäßig größten Zen-Kloster vorsteht. Ich verfolge den Weg von Muhu, der eigentlich Olaf heißt, schon eine ganze Weile, da er eine Reihe von japanischen Büchern ins Deutsche übersetzt hat. Von unter anderem von Kurosawaki. Ich verlinke euch mal auch ein Buch von ihm unten, was ich sehr empfehlenswert finde, zusätzlich zu dem Buch von Muhu Nöke. Und damit hat Muhu einen sehr, sehr großen Anteil an meinem Wissen, was den Zen-Buddhismus angeht. Was eigentlich ein Nichtwissen ist. Denn Zen versteht sich nicht als Wissen, sondern eher der Finger, der auf das Wissen zeigt. Und der Weg des Zen führt über das Sein oder wie in dem Buch genannt wird, die Praxis oder generell im Zen. Wie kann also ein Buch, was eigentlich nichts weiß, uns etwas vermitteln, indem es von der Praxis berichtet? So stellt Muhu sein Leben und seinen Weg nach Japan dar, genauso wie auch Einblicke in sein Leben als Zen-Meister uns präsentiert. Aber es ist kein Buch, was Zen erklärt. Was auch nicht zu erklären ist. Den Versuch, dies zu tun, dieses Zen zu erklären und dass diese eigentlich scheitern muss, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video getan. Wer da Interesse hat, direkt, wenn es um das Thema Zen geht, sich da versuchen reinzufuchsen, für den ist das Video hier oben vielleicht geeignet. Aber das Buch an sich ist eben kein Buch, wo es nur um Zen geht, sondern es liegt Muhu am Herzen, den Tod als Thema, ausgehend natürlich von seiner Position als Zen-Meister, ja, uns in einer normalen Sprache irgendwie näher zu bringen. Für mich persönlich fällt es schwer, das Buch für die Allgemeinheit zu beurteilen, da ich, was die Grundidee des Zen angeht, mich sehr verbunden fühle und beim Lesen ja, nicht nur den Argumenten mit meinem Verstand folge, sondern die Klarheit der Worte an sich wertschätze und dadurch gewisse Verbindungen aufbaue. Die Einfachheit der Worte einfach stehen lassen, ohne ein gedankliches Aber zu formulieren, sondern diese Dinge anzunehmen, die er sagt, ohne sie emotional zu bewerten, was dann auch wieder mit dem Denken assoziiert ist, verbunden ist. Das ist schon eine Kunst und die hat vielleicht nicht, diese Fähigkeit hat vielleicht nicht jeder, der das Buch liest. Weil wir sind gewohnt, die Dinge, die wir aufnehmen, die wir lesen, auch zu bewerten und nicht die Dinge einfach so anzunehmen. Aber darin liegt so ein bisschen die Brillanz des Buches oder der Wert, Brillanz ist das falsche Wort, der Wert des Buches. Muhus Art zu sprechen bzw. zu schreiben, das ist einfach Balsam für meine Seele. Also für mich persönlich ist es ein extrem wertvolles Buch, was ich wirklich stets in meiner kleinen oder immer kleiner werdenden Bibliothek auch mit mir führen werde. Aber die Frage, ob ein mitten in der Gesellschaft stehender Mensch durch die Auseinandersetzung mit dem Buch die Angst vor dem Tod verlieren kann, die kann eigentlich von mir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit Nein beantwortet werden. Das ist aber die Grundintention, warum viele sich vielleicht das Buch kaufen. Also denken, okay, ja, dann besiege ich den Tod mittels des Buches. Aber da ist eben eine gewisse, ich will nicht sagen Vorbildung notwendig, aber eine gewisse Akzeptanz dessen, was Muhu schreibt. Hier im Buch findet sich ja kein zwangsweise esoterisches Konstrukt, was erklärt, was nach dem Tod kommt. Welches dann sozusagen ja, instrumentalisiert werden kann, um sich zu beruhigen. Wie es halt in den meisten Büchern der Fall ist, wenn es darum geht, die Angst vor dem Tod zu besiegen. Aber keiner von uns ist gestorben und hat uns danach gesagt, was nach dem Tod kommt. Und deswegen können wir es nicht wissen. Und deswegen ist es auch zwangsweise esoterisch, dieses Wissen, als kein Wissen ist. Man kann nur eins sagen, der Tod kommt garantiert für jeden von uns. Und das Buch wird nicht müde, diesen simplen Sachverhalt, dass wir alle sterben werden, immer wieder an die Oberfläche zu bringen. Und was durchaus für den einen oder anderen Leser schmerzhaft ist, weil er damit immer wieder konfrontiert wird.
Weil viele kaufen sich das Buch, um die Angst vor dem Tod zu besiegen. Dadurch, dass es aber immer wieder hervorgebracht wird, werden einfach nur Emotionen getriggert. Und deswegen sagt der ein oder andere vielleicht bei dem Buch, nein, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Was das Buch leistet, ist, dass man durch die ständige, idealerweise, wenn man dafür prädestiniert ist, emotionslose Penetration mit dem Thema Tod, ganz im Sinne des Sens, eine Akzeptanz dafür weiter ausbaut oder auch eventuell in erster Instanz entwickelt, wenn man talentiert ist, dafür die Idee des Zen wahrzunehmen und die Idee des Zen anzunehmen. Es gibt so viel, was wir in diesem Leben wahrnehmen und mit einer Bedeutung belegen. Und dann bauen wir damit einen Riesenturm aus diesem Wissen, aus dieser Wahrnehmung. Doch das Leben an sich, das ist ewig. Und die einzelnen Leben, wie das eines jeden Menschen, die sind Teil eines großen Transformationsprozesses. Es kommt nicht auf den Einzelnen drauf an, auf den Turm, den der Einzelne baut. Und deswegen sollte man auch gar nicht versuchen, diesen Turm zu bauen, ausgehend von unserer Wahrnehmung. Das ist eine harte Lektion und daher für viele Leser, die noch nicht erkannt haben, dass sie selber kein Leben besitzen, sondern Leben sind, zu hart. Und sie werfen das Buch wütend in die Ecke. Und ich gehe jetzt mal zum Postmann. Ja, viele sind dann entsprechend unzufrieden mit dem Buch. Eine Erleuchtungserfahrung und das Wissen um die Einheit von allen hilft natürlich ungemein bei der Lektüre, da man so wieder klarer sieht und auch wieder erleuchteter leben kann, so denn man es will. Und es gibt auch den Punkt, den ich immer mal ansprechen möchte. Nur weil man erleuchtet wurde, bedeutet das nicht, dass man auch erleuchtet lebt. Das Licht kann auch wieder ausgeschaltet werden oder das Licht kann auch gar nicht die Erleuchtung als Erleuchtung wahrgenommen werden. Erleuchtung zu leben bedeutet eben auch die Dynamik und die Vergänglichkeit im Leben nicht nur zu akzeptieren, sondern auch wertzuschätzen und dankbar dafür zu sein. Mu zeigt in seinem Buch häufig den Denker in uns, wie wichtig Vergänglichkeit ist und damit eben auch das Leben. Nur wer das Leben wertschätzt, da kann das auch mit dem eigenen Tod tun. Und entsprechend appelliert Muho im Buch auch das Leben als Leben zu nutzen und sich nicht sich nicht instrumentalisieren zu lassen von den gesamten Kreisläufen. Ne? Und uns das als Leben verkaufen zu lassen, was im Endeffekt aus dem Denker heraus entstanden ist. Ne? Moore bleibt in seinem Buch sehr sehr pragmatisch, demütig und lässt auch Raum für Fehler. Interessant sind auch seine Gedanken zum Thema würdevolles Sterben. Das hat meine Einstellung komplett umgekrempelt. Würdevoll sterben bedeutet eben nicht unbedingt schmerzfrei und mit Medikamenten vollgestopft, sondern kann auch in großen Leid und Schmerzen erfolgen. Ich habe schon immer eine Affinität zu Leid gehabt, aber in diesem Punkt der würdevolles Sterben habe ich noch nicht die Brücke bauen können. Dank des Buches habe ich es nun. Wenn man Kritik üben möchte, da findet man sie natürlich auch in jedem Buch. Und das wäre für mich in dem Buch, dass Muhus persönliche Erfahrung und sein Zugang über Sazen, also dem Sitzen auf einem Kissen, ihm sehr sehr wichtig ist und dass er das meiner Meinung nach unnötig glorifiziert. Ja, es scheint fast so, als wäre er stolz darauf. Und das entspricht natürlich nicht dem Zen, weil es ja eine Form des Egos ist, dass er stolz auf das Sitzen ist und auf das Leid des Sitzens und dass er lange sitzt und dass er da große Erfahrungen damit gemacht hat. Aber Muho gibt genau wie ich in meinen Videos nie an, dass er selber dem Ideal entspricht. Genauso wie er Lehrmeister für andere ist, ist er auch Lehrmeister für sich selber. Siehe dazu auch mein Video, ich bin nicht das Video. Das Buch schildert auf 200 Seiten absolut zeitlos den Weg der Praxis bis hin zum Tod. Das Buch gibt Mut, sofort jetzt damit zu beginnen zu leben und keine Zeit zu verschwenden mit Dingen, die sich intuitiv irgendwie falsch anfühlen. Das Buch hat dafür gesorgt, dass ich den Live-Talk erstmal pausiere, obwohl ich da persönlich sehr dran gehangen habe.
Das Buch sorgt dafür, dass ich meinen Weg der Transformation bis hin zum Tod bewusst wahrnehme oder es versuche bewusst wahrzunehmen und auch annehme und Dinge einfach tue. Das Buch sorgt dafür, dass ich mich mit dem Leben stärker verbunden fühle, als wenn ich einfach meinen eigenen Gedanken ohne Inspiration von außen folge. Das Buch hat auch dafür gesorgt, dass ich weiter unabhängig von Erfolg und von Anerkennung meinen Weg gehe. Gerade als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, bist du ja täglich mit gesellschaftlichen Denkweisen konfrontiert, die Geld und Anerkennung als erstrebenswert ansehen und nicht als positive Begleiterscheinung. Menschen, die Kultur lobpreisen, die andere Lebewesen diskriminiert oder sich selber erheben. Menschen, die blind geworden sind, was Leben bedeutet und wie unbedeutend sie selber sind. Das Buch hilft dabei ungemein weiter auf diesem Weg der Demut zu schreiten und Menschen die Möglichkeit zu schenken, das Leben als solches zu erkennen und sich von der Illusion des Besitzes in jeglicher Form zu lösen und seine Aufgabe im universellen Kontext zu finden und zu erfüllen. Komplett ohne Dogma und individuell mit allen Freiheiten. Ich persönlich bin für die Menschen da, die sich weiterentwickeln wollen. Und das ist mein Lebenssinn. Und wenn ich dann sterbe, dann sterbe ich. Und das war's. Es fühlt sich so richtig und so gut an, so einfach zu denken, so klar zu denken. Auch die eigenen Fehler und Diskrepanzen zum Optimum, was man erreichen könnte, innerhalb des Zieles zu erkennen und einfach das Beste zu geben und damit zufrieden zu sein, ist auch so eine Sache, die durch das Buch wieder mich durchflutet. Einfach zufrieden zu sein. Auch wenn ich nicht perfekt bin und auch nicht das, was ich als Lebensziel mir ausgegeben habe, nicht komplett gut erfüllen kann. Auch wenn mal das Ego hochkommt und viele Dinge, die damit assoziiert sind. Also von daher das Buch für mich volle 5 Sterne und eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Für Menschen, die jetzt noch keinen Zugang zum Zen haben. Die mögen sich an der einen oder anderen Stelle sicher etwas stoßen und das wirkt ein bisschen brachial. Aber das sollte, wenn er ein Buch von einem Zen-Meister kauft, dann das auch in Kauf nehmen. Und von daher gibt es für mich für das Buch volle 5 Sterne und eine absolut, wie gesagt, eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Ich bin, sage ich aber auch dazu, das habe ich gesagt, auch großer Bewunderer von Muhu Nöke, von seinem Weg hier in Deutschland als Zen-Meister in Japan, zum Zen-Meister in Japan geworden. Da muss ich sagen, vielleicht auch etwas von mir vielleicht überbewertet, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen, aber ich möchte einfach euch, der sich überlegt, das Buch vielleicht zu kaufen, einfach mit sagen, was auch meine persönliche Beziehung zu dem Autor ist. Und damit ihr einfach möglichst authentisches Bild davon habt, wie ich bewerte, warum ich bewerte und was damit alles so zusammenhängt. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.